Oh. Zwei Minuten schon, was ist denn los? Ja, für den Fall, dass man niemanden fragt, welchen würde es dann nehmen? Tor, denke ich. Ansonsten Source Code oder was? Ja. Jo. Okay, du musst im Laufen kämpfen. Du läufst nie weg mit dem Obst. Wer verlangsamt die denn hier? Die Orientierung verloren. Einfach weiter. Ich will mich an dem Obst erinnern. Ich habe vor Probeklausel in Verfassungsrecht. Das was du immer geschwänzt hast. Ja. Wenn man nicht hingeht, kann man es ja schon.
Ab wann fahren wir nach Mediamarkt, an welchem Tag? Vielleicht Donnerstag. Meinst du Donnerstag? Ich weiß nicht. Je nachdem, wann du lange Uni hast. Donnerstag habe ich bis 16 Uhr, also bin ich so circa 17:30 wieder hier. Ja, der bis 20 Uhr offen. Jo. Vielleicht können wir es dann sogar so machen, dass ich dich zum Bahnhof fahre für Uni und dann abhole, nach Mediamarkt fahren und dann gleich nach Hause absetze. Nach Hause absetze? Ich muss aber Donnerstag um, ist egal wie früh. Okay. Du musst mich nur noch mal so Kontroll anrufen, dass ich wach bin. Ich muss mir selbst überlegen. 10 Uhr muss ich da sein, also den Zug um 9.13 Uhr. Weiß ich nicht. Sounds pretty easy. Mhm. Über solche Infos könnte man eigentlich rausfinden, wo wir eigentlich wohnen. Im Umkreis zumindest, ja. Voll Witz, wenn das einer schafft. Man steht einfach vor der Tür. Scooby? Scooby? Und nimmt dich in den Arm. Da sehe ich irgendwann auf dem Marktplatz so einen verwirrten Menschen. Scooby, gut, ja. Seid ihr? Ich weiß, dass er hier sein muss. Kennen Sie diesen Mann? Und sehen plötzlich ein paar Leute in meinem Garten und grillen. Wollen wir ein Fan treffen? Ich wusste nicht, was du gerne trinkst, deswegen haben wir einfach alles gekauft. Ja. Oh, ist das dein Computer? Mhm. Oh, und hier schläfst du. Ja. Boah. Boah. Und wie ist dein Passwort? Dann kommt irgendwie so ein Freak. Ach, das kennt doch schon jeder. Stand doch im Forum. Oh, hallo Zeiger. Jo. Jo. Oh, mein Bart wuschelt. Der kitzelt da ja. Übrigens, was ich rausgefunden habe, wenn ich rasiert bin, ja, also im Gesicht, dann fühle ich mich vom PC irgendwie so ein bisschen pro-mäßig, ja. Weiß auch nicht. Ich mich damit jünger und somit schneller fühle, ich weiß nicht. Oh, bin ich froh, wenn ich die Probeklausuren erstmal wieder durch habe.
Man muss ja nicht schreiben, aber ich will das so machen, dass ich dann wieder überall up to date bin. Na, ist doch gut. Ja. Gigapult, ganz, ganz, na doch nicht so lieb. Ja, man ist manchmal, sag ich mal, sag's mal, man sieht noch nicht, es ist erschreckend, nee, oh Mann. Risk your life 2. Wie viele Mobs man pullen kann, ne? Und sie waren auch kein Problem ist inzwischen. Ja. Hauptproblem ist eigentlich nur, dass irgendwelche DPS schon wild mit AOE-Damage anfangen, bevor man alle hat. Das ist eigentlich das einzige Problem. Und vielleicht Disconnect, aber das ist nicht so gravierend bis jetzt gewesen. Kann man überhaupt schneiden irgendwann? Ja, einmal ja. Cool, wann trinkst du denn auch genug bei diesem Wetter? Ja, aus meinem Wasserspinner. Wie viel Liter hast du so am Tag? Gute Frage. Ich denke, 4. Ziemlich nice. Sieht jetzt aus wie 4,5 pro Tag, allein in Wasserform. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, aber mir ist, glaube ich, nicht so warm wie meinen Eltern zum Beispiel. Die gehen einfach kaputt. Okay, kaputt. Und den Katzen ist das eh egal, weil die sowieso nur den ganzen Tag pennen in ihren kühlen Ohren. Sein, dass der Rogue genauso schnell laufen kann wie ich. Ich hasse Rogues. Fang schon mal an, ne? Ich bin ein Stückchen weit weg, nicht? Schädig, schädig. Ich wusste, Koja wird, wird rechtzeitig kommen. Ja. Also ich hab voll Bock, Man of War zu spielen. Ich auch, deswegen bin ich auch froh, wenn deine Klausuren vorbei sind. Ich habe gesehen, wegen Einheitenlimit kann das tatsächlich in den Startoptionen ganz einfach einstellen. Nice.